Hallo, schon wieder ich, Matjaž Podlipnik. Noch einmal schöne Grüße aus dem slowenischen Bergsteiger Museum. Das Museum befindet sich in Mojstrana in der Nähe vom Triglav Nationalpark. Von hier aus starten seit vielen hundert Jahren Bergtouren in die Alpen. Die Berge sind schon immer mit Sagen und Mythen verbunden gewesen. Früher waren sie der Lebensraum für Hirten und Jäger und auch für Bauern. Im 18. Jahrhundert begann man mit der systematischen Erkundung der Berge. Zuerst waren es vor allem wirtschaftliche Gründe, die eine genauere Erkundung der Bergwelt forderten. Wo gab es heute Weiden für die Tiere? Es wurde auch Eisen in diesem Gebiet gefunden. Wo konnte man das am besten aus dem Berg holen? Die Natur wurde besonders geachtet und bewundert. Erst später wurden die Berge zu einem Platz für sportliche Aktivitäten. Hier sehen wir alte Holzschuhe aus dem Jahr 1856. Sie wurden von den Jägern und Hirten in den Bergen getragen. Vorne sehen wir die Spitze. Damit könnten sie bei Schnee wie auf Skiern fahren. Zum Klettern mussten sie die Holzschuhe natürlich ausziehen und barfuß klettern. Für unsere Gäste aus Österreich. Die ersten echten Bergschuhe kamen im 19. Jahrhundert in den slowenischen Raum aus Oberösterreich, aus dem Ort Bad Gäuseren. Deswegen sagen wir noch immer Gäuseri zu allen Bergschuhen. Das ist ein liebevoller Kosename. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.